wahnsinnig schön. Das, was wir hier gerade machen, ist quasi genau das, was ich in meiner Jugend, wo ich hier aufgewachsen bin, vermisst habe. Es muss hier was passieren, denn man merkt das hier sehr stark. Während wir in anderen Städten mit sehr viel Energie aufgenommen werden, merkt man hier halt diese Stolpersteine, die heute immer wieder, oder die Brocken, die einem im Weg gelegt werden, immer wieder. Hallo und herzliches Willkommen hier aus Dessau-Roßlau vom Christopher-Street. Mein Name ist Julian und ich bin heute jetzt eure Moderation des Tages. Ich freue mich schon auf ein wunderbares Programm mit euch. Und ja, wer bist du eigentlich, junger Mann, hier so direkt neben mir? Ja, ich bin zufällig auch Julian, hallo. Ja, findet den Fehler und wenn ihr den Fehler gefunden habt, dann schreibt doch bitte eine nette Nachricht an Julian, also an mich. Und ihr erfahrt viel, viel mehr über was auch immer. Mein Name ist nicht Julian, sondern Schwester Rosala Hola Grande von uns zu Lutschmunda. So viel zum Thema seriös und wir machen das Programm heute hier bunt. In diesem Sinne, viel Spaß, Christopher Sweetie, Happy Pride! Franzel mit einem Schild, wo draußen Free Hugs. Bekomme ich ein? So, und ich bin schon voller Glitzer, dank Markus. Du hast viel Glitzer hier mit dabei. Natürlich, immer am Start. Willst du mir noch ein bisschen Glitzer geben? Aber nicht so viel. Ihr wisst ja, Glitzer und Kuchen gehört zu jedem CSD dabei. Glitzer habe ich schon, vielleicht gibt es gleich auch noch Kuchen, wir werden sehen. Wir laufen jetzt 6 Kilometer und du hast High Heels an. Schaffst du das? Weiß ich nicht. Mal gucken, ich habe noch Ersatzschuhe mit. Die Frage ist ja, warum trägst du eine Hundemaske und wie warm ist es? Es ist tatsächlich gar nicht so warm, wie man denkt. Und ich interessiere mich halt für die Comicwesen. Generell. Wir versuchen eigentlich auf jedem CSD zu sein, den wir mitnehmen können. Wie gesagt, ich unterstütze meinen Partner natürlich, kann so eine Maske nicht tragen, weil einer muss immer gucken, wo es hingeht. Bin trotzdem mit in der Furry-Szene, fühle mich da wohl und wir wollen heute mit dabei sein und Party machen. Was hat denn die LGBT-Community mit Fridays for Future zu tun? Also es macht schon Sinn, gemeinsam zu kämpfen, überall und sich gemeinsam zu tun, einfach Kämpfe gemeinsam verbinden. Ich habe ja auch eine Antifa-Flagge hier dabei, einfach weil es keinen Sinn macht, wenn jeder einzeln für sich kämpft. Und wir sind alle Minderheiten oder beziehungsweise haben Probleme, die gelöst werden müssen. Und was hat das mit dem CSD zu tun? Die Furry-Szene ist mittlerweile ein Teil von der LGBT-Szene, ist aber noch nicht so lange her. Das ist wie, man kann das vergleichen mit der Papi-Szene. Aber meinst du, dass der Begriff Kampf der richtige ist? Ist es nicht lieber füreinander einstehen? Wahrscheinlich auch, ja. Ich bin gerade so ein bisschen an dir vorbeigesprintet und ich habe nur so gehört, AfD-Hochburg. Ist das Dessau? Wir haben da gerade über Bitterfeld gesprochen und über den Burgenlandkreis in Südsachsen-Anhalt. Dessau ist, glaube ich, auch mit einem Anteil von 20% AfD oder so sehr recht hoch, sag ich mal, aber jetzt keine Hochburg in Sachsen-Anhalt. Ist es denn besonders wichtig, gerade in kleineren Städten CSD zu veranstalten? Ja, man merkt ja, wie immer doch noch ein bisschen negatives Feedback kommt, weil einige Gruppierungen, die hier heute definitiv nicht zu suchen haben, sich dann doch immer wieder anfinden und probieren einfach Stress zu machen. Und daran sieht man ja einfach ganz deutlich, wir müssen Flagge zeigen und gerade in den kleinen Städten und im ländlichen Raum. Schon sehr wichtig, wie gesagt, ist die einzige Möglichkeit, wirklich mit vielen Leuten gleichzeitig auf die Straße zu gehen, zu zeigen, wir sind bunt, wir sind da und uns gibt's. Ich will zeigen, dass wir viele sind und ich glaube, es macht Sinn, wenn also ganz viele Menschen sich zeigen und jede einzelne Person dabei ist. Das ist wahnsinnig schön. Das, was wir hier gerade machen, ist quasi genau das, was ich in meiner Jugend, wo ich hier aufgewachsen bin,
vermisst habe. Einfach keine richtigen Ansprechpersonen zu haben und auch kein Umzug durch die Stadt letztendlich. Man war einsam. Und das, was wir jetzt hier geschaffen haben, ist wirklich wahnsinnig toll. Ja, die CSDs, gerade in den ländlichen Regionen, ist ein wichtiger Bestandteil für die Community, gerade auch hier in Dessau. Und wir haben Falko Jentsch interviewt, der Mitorganisator des CSDs hier in Dessau. Und er hat einige Kritikpunkte, gerade auch von der Stadtverwaltung, angeführt. Es gab große Startschwierigkeiten. Ich sag mal, die erste Stadt in Sachsen-Anhalt, in der wir geschlossen alle Warnwesten tragen müssen. Das Ordnungsamt hat kurzfristig beschlossen, Ordnerbinden reichen ihnen nicht. Wir möchten jetzt Warnwesten. Wir sind glücklicherweise dafür auch ausgestattet gewesen. Und jetzt haben wir alle lustige Westen an und versuchen, diese Demonstration gut durchzukriegen. Kannst du dir erklären, warum ist das gerade hier in Dessau so und in anderen Städten nicht? Ich kann es dir ganz ehrlich nicht erklären. Ich habe gerade ein Zitat vom Ordnungsamt zum Beispiel auch erhalten. Ihre Teilnehmer laufen nur rechts. Ich finde das gerade in dem Kontext sehr, sehr schwierig alles. Die Kommunikation hier sehr, sehr schwierig. Und ich kann es mir nicht erklären. Es muss hier was passieren, denn man merkt das hier sehr stark. Während wir in anderen Städten mit sehr viel Energie aufgenommen werden, merkt man hier halt diese Stolpersteine, die heute immer wieder, oder die Brocken, die einem im Weg gelegt werden, immer wieder. Wir sind jetzt auf dem Wagen vom CSD. Hallo! Hallo! Wie gefällt's dir hier in Magdeburg? Ja, klar. In Dessau? Sehr gut. Ich finde die Stimmung sehr gut. Aber was das Ordnungsamt macht, ist scheiße. Was ist scheiße? Was das Ordnungsamt macht. Wie ist es denn so, auf den ersten Wagen des CSD in Dessau mitzufahren? Also, das ist mein erstes Mal. Es ist mega unbeschreiblich. Und ich bin das erste Mal in den CSD in Dessau rausgelaufen. Es ist mega. Ja, ganz geil. Ich, besser als befürchtet, aber sehr geil. Ich bin zum zweiten Mal auf dem CSD. Ich muss sagen, es ist wichtig. Es gibt ja Menschen, die sagen, es ist nicht so wichtig, aber ich finde es wichtig. Du hast einen coolen Fächer. Danke. Und du hast ein Bund, nennt man das so, mit ein Geschirr. Es heißt Harness. Harness? Was ist das? Das ist eigentlich ein Sextoy, würde ich sagen, aber ich hatte mal Bock, es anzuziehen. Wurdest du schon angesprochen von Leuten, die das geil finden? Also angesprochen noch nicht, angeschaut definitiv. Wir verabschieden uns aus Dessau-Roßlau und wünschen euch einen schönen Tag. Bis bald beim CSD in Hannover, schon nächste Woche. Macht's gut, tschüss.